Und damit herzlich willkommen immer noch in den Urlaubswochen von Herrn Grasuk aka Florian, der immer noch sich in der Karibik sonnt und auf dem Riegel 7 mit Damen tanzt oder so ähnlich. Nein. Ja, ich habe mir wieder einen Gast geholt. Diesmal keinen von beiden, die letzte Woche da war, sondern wen ganz anders. Sag einfach selber Hallo. Ja, hallo, mal. Hier ist der Oselpi. Ich bin ganz, ganz, ganz jung und spiele gerne Spiele. Kennt ihr auch schon aus Subworld, aus der ganzen Geschichte. Er war der Schwede, der sich mit The Ströming einreibt. Oh ja. Ja, klebt noch ein bisschen. Wir spielen Ormond Trail weiter. Du bist zwar jetzt nicht im Auto, aber das macht nichts. Kennst du das Spiel? Ich habe ins letzte Video reingeguckt und das fand ich schon ziemlich geil. Es ist ein saugeiles Spiel. Also kennst du Oregon Trail, das alte? Ja, den Klassiker kenne ich. Das war halt saucool und das hier ist ja quasi nur eine Umsetzung mit Zombies. Ja, finde ich eigentlich eine sehr geile Idee. Ist eine richtig geile Idee, vor allem weil es halt auch wirklich aussieht wie auf dem C64 mit der ganzen Grafik und so. Ja. Und wir sind jetzt angekommen hier in der Stadt. Ja, erzähl doch mal ein bisschen, was es auf deinem Kanal gibt, während ich hier ein bisschen einkaufe und Kram mache. Och, querbeet alles, moderne, alte Spiele. Ich mag natürlich sehr gern die ganz, ganz alten Spiele. Also da finden wir schon einiges, da will ich auch noch mehr bringen. Mhm. Ah, du läufst jetzt gerade hier rum und jagst so ein paar Grünlinge. Ja, ich mach einen Job. Also ich soll eigentlich nur eine Kiste holen, aber hier rennen natürlich trotzdem Zombies rum. Ah, okay, und das gibt dann Geld. Genau. Ja, was läuft im Moment bei mir? Immer noch Risen 3, weil Rollenspiele, die ziehen sich ewig. So ein bisschen, ja. Ja, also ich bin erst bei Folge 110 oder so. Ah, oh, das geht ja noch. Aber es müsste sich schon langsam dem Ende nähern. Tatsächlich? Ja, ansonsten Starbound auf jeden Fall. Da musste ich ein Let's Play dazu machen, weil das hat mir am Anfang so gefallen, das Spiel. So dieses freie Rumhüpfen und Bauen, wie bei Minecraft oder Terraria. Finde ich nicht schlecht. Ja, Starbound war, jetzt muss ich überlegen, Starbound war auch das 2D-Ding, ne? Ja, das war von Chucklefish Games, das, wo man im Weltraum unterwegs ist. Ja, da war ein Problem, dass es, also als ich das gespielt habe damals, war es halt irgendwie, war es noch sehr früh in der Alpha. Ich glaube, dieses UFO-Boss-Ding war das Einzige, was es gab. Und es gab einfach nicht viel zu tun. Und es hat mich nicht so gefetzt, wie damals Terraria mich gefetzt hat. Ja, das sieht jetzt schon ganz anders aus. Ja. Was sag ich denn? ja, also mittlerweile haben sie mehrere Bosse drin und es kommen alle paar Wochen Updates. Also da geht schon jetzt ziemlich was. Also es ist auch noch ein Early Access, ne? Es ist noch im Access, ne? Ja, immer noch. Das wollen sie vielleicht irgendwann dieses oder nächstes Jahr mal fertig machen, aber mal gucken, wie es kommt. Ja, ich find's ganz cool, dass das tatsächlich eines der Early Access-Titel ist, wo auch tatsächlich wöchentliche Updates und so kommen. Also wo wirklich auch was passiert. Im Gegensatz zu vielen anderen Early Access-Titeln, wo halt dann einfach nichts mehr passiert. Ja, da wird's Geld einkassiert und dann ist es weg irgendwie. Es gab dieses coole Spiel von Double Fine, was ich von der Idee her ganz cool fand. Was war so ein bisschen wie Startopia, glaube ich. Ich habe es nie gespielt, ich habe es nur gesehen. Was auf so einer Raumstation, die du dann managen sollst und so, spielt. Und ja, das war irgendwie, das war ganz cool, aber irgendwie hat er dann die Updates eingestellt in dem Ding. Und das war irgendwie doof. Ja, das erinnert mich irgendwie an dieses eine von, das war auch so ähnlich wie Minecraft. Mhm. Und da hat er auch einfach aufgehört. Also da war das letzte Update vor 2 Jahren. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Starforge war es aber nicht, ne? Nee. Starforge war ja auch so ähnlich wie Minecraft, nur im Weltall. Aber da gab es ja auch ganz viele. Planetary Explorers habe ich ja auch mal kurz reingeguckt. Das war aber auch irgendwie recht langweilig, fand ich. Also so Minecraft-artige Spiele gab es echt richtig, richtig viele. Der gute Endmetal ist... Ja, das stimmt, also das hat ja einen Trend losgetreten. Ja, extrem. Aber Minecraft hat auch nie irgendjemand einholen können. Ich finde immer noch, dass das mit erfolgreichste Spiel, was in der Richtung war, ist dann halt Terraria. Ja, also das habe ich mal angespielt, aber irgendwie, das hat mich nicht so begeistern können wie Minecraft aus irgendeinem Grund. Echt? Mich hat's übelst geflasht. Ich habe das so viel gespielt. Ja, ich kenne viele, die das super toll finden und bei mir hat's irgendwie nicht so gezündet.
Krass. Muss ich vielleicht nochmal anspielen. Ich habe da bestimmt 500, 600 Stunden reingeballert in das Ding. Wow. So richtig wahnsinnig. Ich kenne das Spiel auch. Ich kenne extrem viel, aber ich habe bei weitem nicht alles gesehen. Da gibt es ja auch Leute, die da Sachen bauen. Wir sind übrigens in Indianapolis angekommen. Ja, sieht nett aus. Da ist noch jemand am Leben. Da ist aber schon einer grün. Oh. Nette Nachbarn. Ja, ist richtig. Da hinten läuft aber was runter hier am Haus. Wie das ja, halt ich so frage mich, was das sein könnte. Schleim. Raubensaft. Genau, was man halt so hat in so einer Stadt, ne? So, ja. Hier gucken wir mal in die Jobs rein. 96 Food. Das ist natürlich, das nehmen wir mit. Hm. Wie viel Food verbraucht man denn so pro Tag oder so? Ich glaube so 4 oder 5, eigentlich nicht viel. 96 ist schon extrem viel Food. Also das ist schon genug, dass wir eigentlich komplett durchkommen, ohne dass wir nochmal Futter holen müssen. Gut, kann man sich ein schönes Feinkostgewölbe anfressen. Oder halt das Handeln, ne? Das ist ja auch ganz schön. Aber erstmal muss ich das überleben, wie du siehst, sind hier so ein paar mehr. Ja. Das sieht toll aus, alle so hinterher. Ja, ja. Peng. Ich will das neue Apple Eis. Ja. Hast du gehört, was sie neu auf den Markt bringen? Du sagst es mir bestimmt gleich. Der Apple Stift. Jetzt ganz neu. Stimmt. Ja, das habe ich. Da haben sich ja alle schon drüber lustig gemacht. Das ist so witzig, das ist so witzig, weil vor allem Steve Jobs halt damals noch so sich drüber lächerlich gemacht hat, so von wegen, ja, und wie benutzt man das iPhone? Mit einem Stift. Nein, natürlich nicht, haha, wer will schon einen Stift? Und jetzt bringen sie einen auf den Markt für $100. Ja. So albern. Also die Apple-Jungs, die flashen mich immer wieder mit ihren Ideen. Alleine dass Leute das kaufen? Ja, die Apple Watch ist tatsächlich kein so großer Erfolg, aber immer noch erfolgreicher als viele, viele andere sehr, sehr gute Smartwatches wie die Pebble Watch. Oh, das wird eng. Alter, das war knapp. Ich hätte gern so einen Uhrenphaser. Ein Uhrenphaser, ja. Aber ich glaube, sowas kriegen wir noch nicht. So James Bond-mäßig, meinst du? Ja, halt einfach irgendwie so, dass man da einen Laser abfeuern kann und ist in der Wildnis gut, um Feuer anzumachen und so. Jo, kann man, ne? Kann man nur brauchen. Ja, das kaufen wir mal. Das war zwar teuer, aber das macht nichts. Okay, nur noch 10 Geld. 10 Dollar. 607, so viel war es dann doch nicht, scheinbar. Da kannst du ein eigenes McDonald's aufmachen. Die Zombie-Burger sind ganz beliebt. Ich verkaufe mal ein bisschen was. Hier, so 400 weg damit. Braucht kein Mensch. Ein bisschen Ammo könnten wir auch noch verscherbeln. Hocken so. Dich doch ab hier. Ja, das macht nichts. Da bin ich drüber. So, was können wir dann gucken? Das ist also trotz okay. Zombie-Apokalypse, das ist komisch, wenn man sich doppelt hält. Ja, ne, ist furchtbar. Trotz Zombie-Apokalypse läuft halt der Kapitalismus weiter. Richtig. Hast du denn irgendwelche Spiele jetzt noch geplant so in nächster Zeit, wo du sagst, da hättest du Bock zu? Alien Isolation steht schon seit längerem im Raum. Dann würde ich noch gerne so ein paar richtig alte Schinken ausgraben, aber da habe ich mich noch nicht richtig auf einen geeinigt. Okay. Es fehlt auch noch Unreal Return to Napali. Und Quake 4 habe ich mal angespielt, habe ich noch so ein altes Video auf dem Computer rumfliegen. Mhm. Quake 4 habe ich nie gespielt. Das war damals, das kam ja raus irgendwie, das war so, boah, nee. Ja, das ist genau das, was mir auch viele Freunde gesagt haben. Und deswegen habe ich mir gedacht, das musst du mal spielen. Wäre richtig, ist natürlich nicht schlecht. Doom 3 war bei mir ähnlich, das kam auch so raus, wo ich gerade gesagt habe, so, ach nee, das juckt mich irgendwie gar nicht. Soll ich mir den Grabstein angucken übrigens? Ja, auf jeden Fall. Da ist eh nur ein Zombie drin. Hi, not here. We'll be back with Jesus later, will you? Danke. Oh, ein Medkit. Das ist ja nett. Ja, da hatte ich die richtige Eingebung. Du hättest auch immer ja gesagt, wenn da stehen würde. Ja, Zombieherde. Da ist was dran. Ne, von daher. Soll ja interessant sein. Eben. Ich habe ein paar Früchte gefunden. Ach, Kuchen. Guck mal, 197 Food haben wir immer noch. Und da kommt irgendwie so eine Hütte. Können wir da reingehen? Kitty geht schon bei. Da hat's aber ordentlich einen abgekriegt. Aber sie sind noch alle am Leben. Das ist ja auch schon mal viel wert. Hier ist doch schön. Ach, hier fühlt man sich doch wohl. Hi, Großmama. Ja, so sehen die doch aus in den Südstaaten, oder nicht? Ja, normal. Ich sehe keinen Unterschied. Noch ein Banjo haben und ein Gewehr und dann so vorne auf der Veranda sitzen. Und Kautabak. Das darf man auch nicht vergessen. 33, aber Suicide. Naja, wir probieren es mal.
Was hast du denn bei diesen Oldschool-Spielen? Was hast du denn da so im Kopf? Naja. Doom habe ich ja schon gemacht, allerdings in der BFG Edition. Da würde ich vielleicht noch mal ein paar Mods nachliefern oder sowas, so ein bisschen was Klassisches, ein bisschen was Modernes. Weißt du Ach denn, Gott, was habe ich was noch geplant? wofür BFG steht? Big fucking Gun. Richtig. Klassiker. Das ist schön, ja. Guck mal, wie ich sie Aber hier irgendwo rumführe. hatten sie es, Aha. glaube ich, mal Big frigging Gun genannt Ja, wegen der Zensur. richtig. Ah, da ist schon die Kiste. Jo, das war doch gar nicht so schwer. Nicht Ja, ich ein habe mir Zombie gedacht, ich erschießen. mache vielleicht auch mal Duke Nukem 1 und 2, Commander Keen vielleicht, Captain Die Comics, so ein sind cool. paar Vor allem Spiele. die alten Dukes kennt echt keiner mehr. Echt? Ja. Schrecklich, da muss ich was tun. Alter, das ist aber teuer. Aber das machen wir trotzdem mal. Zack. There's nothing I can teach you. Richtig. Ich habe dir eine Sache beigebracht, das reicht. Okay. Dass die alten Dukes kennt echt keiner mehr. Ich hab die damals gespielt. Aber ja, die kennt echt fast keiner mehr. Commander Keen kennen dann doch noch eher ein paar. Da muss man eigentlich kennen, ist ja legendär. Ja, auf jeden Fall. Ach so, ich wollte ja hier Kitty ein bisschen heilen. Oh ja, unbedingt. Jürgen wird nicht geheilt. Jürgen Das ist ist unser. ja so die Zielscheibe. Richtig. A bike gang follows you out of the settlement. Ach Mensch. Oh yeah. Jetzt muss ich dir die Mopeds rammen. Ist auch nicht schlimm. Ach so, Bäm. ich dachte, man könnte jetzt vielleicht Boom. rausschießen. Nö, nö. Einfach wegrammen. Wie Mad Max Geil. halt, ne? Geil. Nee, das finde ich jetzt richtig geil. Das ist echt witzig. Bäm. Die haben echt nichts zu verlieren, die Jungs. Nö. Aber es ist auch eigentlich, also in der Realität wäre das nicht so clever. Irgendwann ist dein Auto halt auch mal kaputt, ne? Ja, aber man hat mehr Knautschzone als die. Ja, das stimmt. Ich meine, die sehen dann danach bestimmt gut zerknautscht aus. Ja, die haben mit dem Gesicht gebremst. Ja. So einen neuen roten Streifen auf der Straße gezogen. Ah, Commander Keen gab es aber auch so wahnsinnig viele, ne? Ja, da gab es dann auch ewig viele Fan-Add-ons und Ja, stimmt. nachgemachte. Fire in your card, Oh. strike for fuel. Haben wir denn noch Sprut? Oh, immer noch 10, das reicht. Weißt du denn die Geschichte zu Commander Keen, wie das überhaupt entstanden ist? Nee, ich glaube, die weiß ich jetzt nicht. Es war damals, wie heißt er denn? Nicht George Romero, der andere. Oh, Adrian nein. Carmack. John Carmack, genau. Nee, War der wie war John das? Carmack? Das Nee. waren zwei Brüder, ne? Ja, nee, ich meine den anderen noch. Der immer mit Ferraris sich hier gegen gefahren ist auf Flugplätzen, die er gemietet hat, weil er so viel Geld Das hatte. war doch, glaube ich, der John Romero, oder? Nee, John Romero war ja der Dann mit den bei Drei langen Haaren. Dann Katana war das, und das war, war Ironstorm. John Carmack, genau. Ja, jedenfalls der hat irgendwie gesagt so, hey, ich hab Bock irgendwie Super Mario also Super Mario Bros. 3 auf dem PC zu portieren. Ich mach das einfach mal und biete das dann Nintendo an. Achte. Ah, Gesundheit. danke. Weil dieses Parallax-Scrolling gab es damals noch nicht. Das konnte einfach keiner auf dem PC programmieren. Und John Carmack hat es dann hingekriegt und hat halt eine Demo programmiert, so den ersten Level oder so von Super Mario Bros. 3. Das hat echt gut funktioniert und er hat das Nintendo vorgelegt, aber Nintendo hat das abgelehnt und hat gesagt, nee, wir wollen das nicht auf dem PC rausbringen, wir wollen unser System ja auch verkaufen, also NES halt, ne? Und dementsprechend haben sie das dann abgelehnt, da eine Portierung ihm zu erlauben. Und dann ist er halt hingegangen und hat gesagt, ja gut, dann mache ich mein eigenes Spiel. Und so entstand halt Commander Keen. Puh, Glück gehabt, dass er das gemacht hat. Ja, Commander Keen war echt eine coole Serie. Kennt aber heute auch fast keiner mehr. Ja, also von meinen Freunden kennen es alle. Aber die haben es wahrscheinlich auch alle gespielt. Das sind ja viele hier. Hm. Ja. Ein paar kennen das mit noch, aber es ist halt, ne, es ist halt schon so urigst alt, ne? Ja, aber es hat auch heutzutage immer noch seine Fans und es geht immer Definitiv. weiter, ähnlich wie Doom. Das ist auch richtig. Es gibt noch neue Teile von Commander Keen? Ja, also da gibt es einige Fans, ich Ja, glaube. gut, Fans, ja. Ja, also die sind nicht offiziell, aber die setzen die Story fort. Weil das wäre halt cool. Ich würde mich echt übelst freuen, wenn die mal ankündigen, ID Software, ey, wir machen ein neues Commander Keen. Aber da hat man auch die Angst, dass sie es verkacken. Ja. Aber trotzdem wäre es cool. Ja, also ich würde es kaufen. Ja, ich auch.
wenn's halbwegs gescheit wäre. Ich meine, so 2D-Jump'n'Run-Spiele gibt es eh nicht mehr so viele tolle, finde ich. Ja, da gibt's halt meistens was von Indie-Entwicklern, Ja, aber von richtig. den großen Firmen oder so, es kommt gar nichts mehr. Nee. Außer halt Nintendo mit nur Super Ja. Mario Bros. 2D,5 Land, bla. Noch längere Titel hier einfügen und so. Ja, Ja. also das wäre schon toll. Oder auch ein neues Captain Comic, aber ich glaube, das war ein Mann, der das programmiert hat. Captain Comic kenne ich gar nicht, glaube ich. Es ist ähnlich wie Commander Keen, nur dass man halt einen erwachseneren Typen spielt. Ah, okay. Und man geht auch durchs ganze Universum. Okay. Kennst du noch die Kellogg-Spiele? Oh, ich erinnere mich dran, aber nicht groß gespielt. Die waren auch großartig. Das waren halt Werbespiele, die gab es umsonst. Da musste man, glaube ich, irgendwie ein paar Briefmarken an Kellogg schicken und hat dafür halt dann eine Diskette zurückgekriegt mit dem Spiel drauf. Das war halt ein Genau. Werbespiel, nichts anderes. Es war aber halt für den PC und es war halt ein echt gut programmiertes Jump'n'Run Collectathon-Spiel, wo es wirklich halt darum ging, dass man halt irgendwie diese Kellogg-Sachen einsammelt und ans Ziel kommt. Mit den jeweiligen Figuren halt, mit Tony der Tiger und Ja, an Toni erinnere ich mich. an Da konnten wir dann irgendwie rumspringen und die Ja, Sachen genau. einsammeln, so ganz typisch. Es gab echt so eine Phase in den 90ern, da gab es echt richtig coole Werbespiele. Auch die Beefy-Spiele waren ziemlich cool. Also das Ah, erste ja, Action Action in in Hollywood. Hollywood. Das erste Beefy-Spiel kennt keiner, das war auch scheiße. Aber das zweite Action in Hollywood war echt ein richtig gutes Adventure, Point-and-Click, ja. ja. Das erste habe ich auch gespielt. Ich glaube sogar bis zu Ende. Ja, ich auch, aber das war damals nicht so bekannt. Und dann gab es natürlich auch das großartige Telekommando von der Telekom. Das war auch gut. Das war so super scheiße eigentlich. Also ist so Aber es total war witzig. übertrieben, aber Ja. spaßig. Und dann gab es noch das ganz, ganz Schlimme, und das war wirklich schlimm, von der Bundesregierung und von irgendwie, ja, halt Anti-Nazi-Kampagne mäßig. Also von Dunkle der Sache Schatten. her, genau, von der Sache her gar nicht schlecht. Dunkle Schatten 1, 2 und 3. 1 ging sogar noch, aber da war schon so, ja, wir machen hier so ein bisschen lustige Jugendsprache rein. Ja. Und das zweite hat es dann ganz extrem übertrieben. Ich erinnere mich dran, dass halt der Typ, der Protagonist, in einem Bus steht und vor ihm steht ein Mädchen mit einer SS-Jacke an. Und er so, wer schmiert denn einem Girl irgendwie SS auf die Jacke? So was gibt's doch gar nicht. Und ich dachte so, Einem ja, Girl. A, wer sagt Girl bitte, außer Hardcore-Bravo-Leser? Und B, das hat die nicht, dass keiner geht mit so einem Stück Kreide dahin und malt ihr das da drauf, sondern das hat die schon selber gemacht. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss, Ich ehrlich kenne noch gesagt. eins. Ja, was denn? Das war ein ganz seltenes Aufklärungsspiel. Achso, ich muss Tim warten. und Nina. Oh, da habe ich mal von gehört, aber das habe ich nie gespielt, tatsächlich. Das könntest du ja mal auf dem Kanal angehen. Oder ich. Ja, oder du? Es gab noch von der PDS 1. Ja? Ja, da hast du Gizi gespielt. Es war auch ein Point-and-Click. Irgendwie, ja, kein Scheiß. Das ging dann irgendwie das Raumschiff Bundestag oder so ähnlich. Captain Gysi und das Raumschiff Bundestag oder so ähnlich hieß das. Und da waren halt die ganzen anderen Politiker mit drin und waren halt alle super scheiße. Captain Kohl und so. Und hast du Oh, nicht das muss ich gesehen. spielen. Oh, das war so furchtbar scheiße, aber so witzig heute. Es Den gab, es gab Captain echt. Picol gab's doch auch bei SWR3. Ja, das gab's auch, das stimmt. Aber es gab wirklich sau viele Werbespiele. Also diese Werbespiele gab es richtig, richtig viele eine ganze Weile. Stimmt, da gab es auch noch diesen Energiemanager, wo man sein eigenes Restaurant irgendwie Ja. aufbauen muss, Und dann gab es möglichst noch ökologisch. das Erbe. Ah, oh, das war auch toll. Das war das Umweltschutzding. Wo du ein Erbe machst, wo du ein Haus erbst und dann musst du das renovieren, aber umweltfreundlich, sonst verlierst du. Ja, und wo man im Garten sterben kann, weil man sich zu sehr sonnt. Ja, genau. Das war auch ein cooles Spiel. Alter, fünf Sprit langsam geht mir aber der Sprit aus, Freunde. Ja, Zwei oh. Cans. 80 Meilen, ja, das reicht noch. Nein! Okay. Do! Oh, wie passend. Aber wir sind gleich da. Bei der, hier, wie heißt's? Oh, jetzt kommt auch noch Nebel. St. Louis, genau. The end is near. Na lecker. Sieht schön hier aus. Da fühlt man sich wohl. Ah, muss mir nur noch einen Löffel oben reinstecken und dann kann man Ja. seine Gedanken so in sich aufnehmen. Dann kaufen wir mal ein bisschen Sprit, wa? Ein Zack. bisschen, ja. Und was hat noch Vielleicht noch ein gefehlt? bisschen mehr. Essen war auch nicht mehr so viel, ne? Dann kommen wir auch mal ein bisschen. Naja, wir verlieren eh wieder die Hälfte. Ich kenne das ja. Dann kommen wieder Banditen, ein Muffler und eine Battery. Die könnt ihr behalten.
Oh, Jürgen ist aber auch nicht mehr so fit. Ja gut, dann ist das Soll man so, ihn ne? heilen? Nein. Warum Alter, auch? die Ah, doch, komm, einmal ein Medkit kriegt er mal. Ich möchte ja, dass Jürgen zum Zombie wird und wir ihn erschießen können. Das wäre viel lustiger. Stimmt. Unser Auto geht's auch nicht mehr so fit. Probieren wir mal zu reparieren. Zeit vergeht. Zack. Und. Na klasse. Ach, Kacke. Und nochmal. Boah! Alter, jetzt reicht's aber. Komm schon. Es kostet ganz schön viel Das Fressen muss hier, klappen. das Rumsitzen. Komm schon, komm schon. Nö. Ah. Großartig. Ja, dann halt nicht. Gucken wir mal, dass wir nochmal ein bisschen Essen kaufen. Wir werden sterben. Ja, da geht's hin, ne? Und dann fahren wir mal weiter. Ah, wieder eine Horde Zombies. Versuchen wir mal durchzufahren. Natürlich. You were overrun. Wir haben einen Sprit verloren. Ja, das ist nicht so schlimm. Wir haben ja noch Was denn sonst? 1,5 Cans. Meine Güte! Die wollen mich jetzt aber auch fertig machen, ne? Die Karre sieht auch nicht so viel aus. Ah, eine Batterie ist weg. Weiß gar nicht, wie viel Die wir noch sitzt haben. too hard. Alter, jetzt hat er Oh. Exhaustion. Achso, der ist entschöpft einfach nur. Ja gut. Das Mist. Muss er im Kofferraum pennen? Ja, ist richtig. Das ist Ah, mein GPS hat mich gerettet. Und der ist wieder fit, weil er hat gesessen. Weil, was macht Aber man der sonst im Station Auto? Wagon, Ja, der der fällt ist bald nicht mehr so. auseinander. Aber hier, 28 Schuss. Und wir sind in der Höhle. Oh. Hier hat auch so eine Rustikales Einzimmer Wäscheleine und alle. einpartnert. Ja, ist schön. Also, ist schöner als da, wo wir eben waren, wo alles brennt. Ich meine, das Oh. will man ja nicht haben, meine ich. Die haben nicht mal Sprit zu verkaufen. Na super. Dann gehen wir mal ein bisschen scavengen. Das mache ich jetzt noch, dann würde ich sagen, dann beschließen wir die Folge auch. Willst du noch was loswerden, so? Vielleicht noch mal so was anderes. Keine Auf Ahnung. zum Atem. Auf zum Atmen. Wir müssen das Drehbuch umschreiben. Das ist so eine geile Folge, eine meiner Lieblingsfolgen auch, wo Milhouse der Dingens wird, Fallout der Boy. Fallout Boy, genau. Und ich finde es immer noch ge geil, auch wenn ich die Band nicht so großartig finde, dass es eine Band gibt, die so heißt. Hab ich noch nicht gehört. Fallout Boy? Ja. Ja, gibt es. Die waren sogar mal eine Zeit lang recht bekannt. Naja, kann ich ja alles nachschlagen später. Das ist richtig. Und ihr natürlich auch. Ah, Food. Ja, das Food sieht ganz gut aus, aber der Sprit ist nicht so dolle. Aber die Ja, ein verkaufen bisschen gerade Food keinen. verkaufen. It's a trade, one of the mufflers, one of your battery. Nein. Was, ich habe nur noch eine. Nein, ich will keinen Muffler, ich will Sprit. Kauft aber keine. Muss mich auf jeden Fall noch an die doppelte Stimme gewöhnen und dann muss ich noch mal mit dir aufnehmen. Ja, du kannst mich ja auch mal bei dir einladen, vielleicht. Ja, gerne. Wir können ja vielleicht mal ein Duke 3D-Deathmatch machen, weil das habe ich eh noch Oh vor. ja, das wäre natürlich eine coole Geschichte. Das hast du mir ja freundlicherweise geschenkt. Ich habe dir ja auch noch was geschenkt, das musst du auch noch spielen. Ach, stimmt, das schwarze Auge, ne? Satinas Satinas Ketten. Schatten oder so. Satinas Ketten, ja. Das ist auch ein sehr, Ketten. sehr geiles Spiel. Ja, und dann erstmal vielen Dank. Es war sehr amüsant mit dir. Ja, gerne, ich komme auch gern wieder. Ja, das werden wir auch weiter nochmal fortsetzen, das Ganze. Aber wir müssen auch ja dann irgendwann mal bei dem Spiel hier zu einem Ende kommen. Im Moment sieht es so aus, als wäre das Ende nicht mehr allzu weit, wenn ich mir den Sprit angucke. Aber das lässt sich alles noch lösen. Ja, dann gehe ich hier so lange scavengen, bis ich wieder was habe. Aber das mache ich dann in der nächsten Folge. Und ja, dann vielen Dank. Gerne, Und gerne. ja, bis dahin, guckt auf seinen Kanal. Verlinke ich auch nochmal hier. Guckt die Sofablocks. Das auch, aber das tut ihr ja gerade, weil ihr guckt ja das Video. Macht Sinn. Und dann bis dahin, tüdelü. Tüdelü.